Moin Leute, willkommen bei Weihnachtsbeleuchtungsbreaks. Juhu! Ja Leute, unsere Nachbarn haben auch schon die Weihnachtsbeleuchtung ausgepackt und es liegt auch ein bisschen Schnee, wie ihr seht. Schade nur, dass er immer noch seine Hausbeleuchtung anhat, dann würde man es uns noch ein bisschen besser sehen. Ja gut, gut. Hier leuchtet alles grün. Ich mache natürlich gleich nochmal das andere Licht an. Was will ich heute machen? Ich bin mal wieder abends auf den Dachboden geklettert. Und habe ein paar Sachen, die ich euch zeigen will. Wir haben einen kleinen Haul. Oh, ich habe mal wieder Neuware gekauft. Schon ein bisschen so Black Friday, die ersten Angebote. Ah, ich musste mich wieder zusammenreißen. Und ein bisschen was habe ich doch ausgegeben. Wieder so ein kleiner Versuch, ob das was wird oder nicht. Schauen wir mal. Und ein bisschen gebraucht habe ich auch noch. Ist jetzt aber nicht so klassisch konvolut, wo wir sagen, das soll ein Treasure Hunt machen. Ich weiß, was ich ja gekauft habe. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Ja, würde ich sagen. Ich hole den ersten Kram mal raus, knipse mal ein bisschen das Licht an, damit wir ein bisschen mehr sehen. Auch wenn das hier so eine ganz muggelige Stimmung ist. Und ich glaube, irgendein Kind hat schon wieder in der Family rumgedaddelt. Weil irgendwie wechselt das Licht zu schnell. Na gut, stelle ich auch nochmal ein. Licht ist wieder eingeschaltet und wir haben hier zwei große Kartons und ihr seht schon Lego. Und zwar habe ich bestellt bei Alternate. Und diesmal geht es mal so ein bisschen in die andere Richtung. Ich weiß, ich habe gesagt, ich wollte kein Lego mehr bestellen. Kein neues, aber irgendwie war es dann doch. Und tatsächlich hat mich hier der liebe Thorsten draufgebracht, weil er sagte, er hatte sich das ja mal auch schon mal besorgt. Und das Ding gab es für Bestpreis bei Alternate. Er sagte hier, das Schnabeltier, der Dodo. Heißt das Ding eigentlich? Ist das der Dodo? Es gibt doch Dodos, ne? Das sind doch diese komischen da. Da sieht man doch einen. Genau. Das kommt doch hin, ne? Das ist so ein Vieh. Genau. Und hier irgendwie noch so ein, weiß ich auch nicht, ein Eichenblatt, Eichhörnchen. genau. Die beiden habe ich geholt, zwei Stück. Und in dem großen Karton, da ist so ein bisschen das Experiment drin, was ich ja schon mal mit einem Lego Art Set gemacht habe. Was sich vielleicht gar nicht so gerechnet hat. Ich habe mir zweimal die Mona Lisa bestellt. Die gab es dort auch zu einem, ich glaube sogar Bestpreis, 59,90 oder so. Und da sind viele, viele goldene Teile bei. Und das ist nicht das Pearl Gold, das ist das Gold Metallic. Und ein paar große Baseplates und ein paar Teils, natürlich zum Teil nicht in so coolen Farben. Hier ist auch eine neue Farbe mit bei und ich glaube, das ist diese hier. Medium Tan. Oder ist es das? Nee, das... Ja, müssen wir gleich mal gucken. Beziehungsweise nicht gleich, weil das mache ich heute, glaube ich, nicht. Ich werde, glaube ich, die Dodos ausparten und da unten habe ich noch so ein bisschen Gebrauchtes. Genau, jetzt packe ich die Mona Lisa erstmal wieder weg. Dafür brauche ich ein bisschen mehr Zeit, wobei das auch nicht so viele Lots sind. Also müsste eigentlich auch relativ entspannt zum Ausparten sein. Genau, und ich schaue mal, wie ich es jetzt mache. Erstmal kommt die gute Dame wieder weg. Und jetzt dürft ihr auch nochmal einen Senf zu diesem wunderbar schönen, tollen Setup geben. Na, genießt es nochmal ein bisschen. Ein bisschen hier für den Jens von Stapelbricks. Kann er wieder ein schönes Kommentar abgeben. Also, ich finde es pottenhässlich. Ich hatte ja letztens irgendwann die Star Wars Sets geholt. Mit hier mit den Dark Troopern. Ne? Ja, genau, Dark Trooper waren es. Und die haben dann noch mehr eingestellt. Und zwar ein paar Ninjago Sets. Also, einmal war das noch dabei. Da ist leider der Torso gecrackt. Das hatte ich mir schon angeguckt. Muss ich mal gucken. Der Rest passt aber, glaube ich. Und. Genau, die haben dann noch eine Anzeige reingestellt. Ich hatte mir die auch reserviert gesetzt, weil sie sagte, dass sie noch mehr Lego haben und noch ein paar Sets zusammenbauen. Und hier haben wir eine Menge Ninjago-Krams drin. Die haben die Sets halt irgendwie immer zusammengebaut. Und die meisten sind auch hundertprozentig komplett. Bei ein paar fehlen leider ein paar Minifiguren oder mal ein paar Teile. Ich kenne mich nun überhaupt nicht aus. Das steht hier, Feuerschlange. Aber die hatte ich schon mal rausgeholt. Ganz cooles Set. Zeige ich euch gleich nochmal. Genau, und die Anleitungen sind da auch mit drin. Vielleicht gehen wir einfach durch die Anleitung durch. Das ist ein bisschen einfacher, dann kann ich euch zeigen, was da drin ist. Ja, und das wird dann jetzt so nach und nach auch ausgepartet. Die Sets sind in einem mega guten Zustand. Also die Star Wars Sets waren richtig gut. Da wurde nicht viel mit gespielt, ne? Die wurden einfach aufgebaut, hingestellt. Und ich habe auch den Sohnemann kennengelernt, als ich das abgeholt habe. Der war auch schon etwas älter und hat jetzt aber auch keinen Bock mehr auf Lego. Ich habe gesagt, willst du es nicht vielleicht doch lieber behalten? Nein, er wollte alles raushauen. Ich sage, na gut, wir sprechen uns in 15 Jahren wieder. So Leute, ich habe jetzt hier mal die ganzen Anleitungen rausgeholt und habe mir noch ein Set rausgeschrieben, die 71747. Das gehen wir mal als erstes kurz durch. Ich mache es noch mal ein bisschen größer. Das ist dieses hier. Da ist nämlich, fehlt die Anleitung, genau.
Und bei dem Set fehlen hier bei den beiden, ich nenne sie mal Bösewichte, ich kenne mich nicht so aus mit Ninjago, da fehlen leider die Masken. Die sind nicht dabei, ansonsten ist das, glaube ich, auch sonst komplett. Genau, dann haben wir hier so ein bisschen so ein, ja, Ninja-Bikes. Oh Gott, ich werde von den ganzen Ninjago-Fans auf jeden Fall ordentlich auf den Sack bekommen. Ja, hier nochmal so ein Wüstenrenner. Ein paar Schlangen habe ich auf jeden Fall auch schon gesehen. Da waren ein paar dabei. Hier die große Schlange, finde ich eigentlich ganz cool, das Set. Da fehlt leider die goldene. Das ist tatsächlich auch eine, die ein bisschen teurer ist. Wir machen aber gleich mal die Liste fertig, dann lösche ich die da raus und gucken wir, was es ungefähr so ist. Ich bin es jetzt noch nicht im Detail durchgegangen, aber hier ist auf jeden Fall dieses, diese Waffe von dem Kollegen nicht ganz günstig. Die ist dabei, das habe ich schon gesehen. Ja, ansonsten, ich glaube, sowas wie die Rotorblätter. Ich meine, ich packe sie, glaube ich, mal mit in den Shop, aber oder auch hier diese Disc. Ich glaube, das ist alles nicht so ein Kram, was alles nicht so gut geht. Aber lassen wir uns einfach mal besseren belehren. Ja, dann habe ich hier noch so einen goldenen Moped-Flitze-Ding. Ihr seht, ich bin voll dabei über den Jago, ne? Hier haben wir noch einen Mac oder Mech, wissen wir nicht genau. Ja, das kleine Star Wars-Set hier. Und da können wir den Pomo immer rausnehmen hier. Ich glaube mir nicht, man sieht das hier. Ja, doch, da sieht man es ziemlich deutlich. Da haben wir nämlich einen ordentlichen Crack im Torso. Schade, aber der Rest ist auf jeden Fall ganz gut. Moment, da auf der Seite auch gecrackt. Aber die Arme werde ich mir nochmal wegnehmen, weil die Farbe von den Armen ist, glaube ich, jetzt auch nicht so häufig. Und ja, Helm sieht auch gut aus. Und wir wissen ja auch, dass Einzelteile ein bisschen was bringen. Gut, Leute, ich mache mal eben eine Liste fertig. Ja, ich habe jetzt mal eine Liste erstellt, ohne jetzt zu checken, ob wirklich alle Teile da sind. Also irgendwo in dem Bereich werden wir uns befinden und das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Sind tatsächlich auch echt eine Menge Teile. Wir sind hier bei fast 2300 Teilen in 840 Lots und ja, sind natürlich auch ein paar Minifiguren dabei und hier sieht man auch die Waffe schon, von der ich eben erzählt habe, für 3,75 €. Das ist schon mal nice. Insgesamt sind das dann ungefähr 240 €. Nehmen wir noch mal ein bisschen runter, nehmen wir mal 10% runter. Keine, sind wir bei 210 €. Gezahlt habe ich für alles 45. Wie gesagt, die Teile sind wirklich gut. Ich musste mir mal überlegen, wie ich das mache. Ob ich das unten in mein System mit einpflege oder ob ich mir immer mal wieder ein Set nehme und das dann ausparte. Ich finde es immer ganz angenehm, wenn man die Teile nicht zählen muss und nichts einscannen muss, sondern einfach so ein Set zerlegen kann. Es ist ein bisschen Entspannung für mich, Leute. Ist nicht ganz, wie nennt sich das? Es ist nicht so richtig effektiv, genau, das war das Wort, was mir fehlte. Aber, ja. Und dann muss ich auch nochmal gucken, ja, so Teile wie diese, wie nennt sich das hier? Die Haut der Schlange oder sowas. Oder die ganzen Räder, das ist natürlich auch, das frisst alles viel Platz. Muss ich mir mal genau angucken. Die Kette hier ist, glaube ich, ganz cool. Also das finde ich ganz gut. Ich werde das so nach und nach, wie gesagt, einfach mal einpflegen. Also das ist auf jeden Fall nur mal das, was ich gekauft habe. Und die Minifiguren werde ich natürlich dann auch als erstes da mal raussuchen. Und schnell hochladen. Vielleicht mache ich das tatsächlich jetzt gleich schon mal. Und dann parten wir nochmal den Dodo da aus. Leute. 602 Teile, 331 Lots. So beim Ausparten dachte ich mir so, was mache ich überhaupt? Irgendwie ist das ja gegen alles das, was ich eigentlich gerade machen wollte, ein bisschen effektiver werden und sowas. Aber egal, das war jetzt ein kleiner Snack. Ich hatte irgendwie Bock, was auszuparten. Und habe das wirklich auch zu einem guten Preis bekommen. Die Minifiguren zahlen da quasi schon das Set. Und die Teile sind jetzt auch nicht das Überragendste. Mal gucken, wie viele Lots ich von den 131 habe. Was aber auf jeden Fall auch ziemlich cool sind, sind die Prints. Wie mir so ein Dodo Airlines, so eine Schatzkarte ist auch ganz cool. Oder Pilotenkarte, keine Ahnung, nee, wahrscheinlich eher Schatzkarte. Hier so ein paar Tickets und hier diese DAL, das ist wohl Dodo Airlines oder so. Ja, und irgendwie noch so ein angebissenes Blatt. Keine Ahnung, ob das Winkrichtung den Apfel, der großen Apfelfirma sein soll. Ich weiß es nicht. Ja, ein paar schöne Plates haben wir auf jeden Fall auch noch dabei. Und dann checke ich mal, wie viel Lots ich davon habe und sortiere den Kram schnell ein. Jo, 46 von den Lots haben wir schon. Tatsächlich gedacht, es wäre ein bisschen weniger, aber gut, passt auch. Dann ab zum Einsortieren. Die Teile sind im Shop, wir sind wieder fast bei 65.000. Jo, Leute, das war jetzt hier nur mal so ein kleiner Sneaky-Peaky von dem, was noch kommt. Wie gesagt, momentan ist ein bisschen schwierig für mich, alles unter einen Hut zu kriegen.
mit Bricklink und YouTube und was alles sonst noch so ansteht. Aber Leute, im Dezember, da haben wir Großes vor. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und dann werde ich wohl nochmal so ein paar Sachen machen, die vielleicht nicht so viel mit Bricklink zu tun haben, aber mit Lego auf jeden Fall, auf die ich für Bock habe. Ich will die einfach machen, ne? Und will die mit euch teilen. Schauen wir mal, wann wir das alles hinbekommen. Gut, Leute, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Es sind wieder ein paar Teile im Shop. Schlag gerne zu. Und ich habe jetzt gerade noch eine Bestellung bekommen. Die packe ich jetzt gleich noch. Das sind nur 2 Minifiguren, glaube ich. Oder 2 Teile irgendwie. Und ja, dann werde ich das Video schneiden. Und dann geht's in die Haie. Leute, haut rein. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.